Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine Badezimmer-Room-Tour. Also ich zeige dir, was so in meinen Schränken ist. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Klar, dieses Video entsteht in der Pflegewoche. Das heißt, ich habe diese Woche einen Code mit Dalton. Mit Beauty Claudi bekommst du 20% auf das komplette Sortiment, abgesehen von Streichpreisen und Gutscheinkarten, ist klar. Schau gerne mal vorbei. Ich habe mir halt gedacht, ich mache jetzt kein reines Dalton-Video, wo ich dir zeige, welche Produkte ich gerade so in Anwendung habe von denen, sondern einfach alles, weil ihr fragt mich öfters nach meiner Morgenroutine, nach meiner Abendroutine, nach meiner Haarroutine, nach allen möglichen Sachen, die so Pflege angehen. Und da wollte ich dich einfach mal euch tatsächlich in die heiligen Hallen meiner Schrankgeschichte einweihen. Zuallererst auch super wichtig für euch. Ja, ich habe einen kompletten Schrank, der voll ist mit Pflege, aber mein Freund hat auch genau das gleiche Moped-Gedönsen. Das heißt, er kommt nicht zu kurz. Er hat auch genug Sachen und Platz und Möglichkeiten und genau. Die Schränke kommen übrigens von IKEA, da werde ich auch öfters nachgefragt, müsste es auch noch geben. Wir haben vor 6 Jahren dieses Badezimmer renoviert und so halt gestaltet und das müsste dann tatsächlich alles noch da sein. Jo, ich würde sagen, weil die Kamera jetzt auch gerade in der Perspektive steht, starten wir auch tatsächlich mit dem Herzstück des Ganzen, also mit dem Schrank. Ich schaue gerade, ja, ich filme nämlich jetzt mit meiner Vlogging-Kamera und nicht mit der generellen Kamera. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ist das Bild richtig, ist der Ton? Nein, der Ton ist, glaube ich, relativ furchtbar. Aber wir kriegen das hin. Das ist jetzt einfach nur mal so ein bisschen, ne, es ist mal was anderes hier. Ja, das ist schon geil, ne? Also das ist so mein Traum, so wie ich es halt, ja, liebe. Und ich habe auch in meinem Spiegelschrank soweit alles drin, was ich dann auch benutze und was ich verwende und was ich brauche. Und ich starte mit der obersten Etage mit den Masken. Ich mache jeden Morgen eine Maske und so halt während ich Zähne putze, ne, wirkt die ein, ist eine total super Geschichte. Und ich mache mir dann auch immer irgendwelche Augenpatches drauf, zum Beispiel die von Dalton, aber die habe ich, glaube ich, gerade aktuell alle aufgebraucht. Ich habe jetzt aber alternativ auch noch in Anwendung von Mood Maske dieses Dark Circles. Das ist so ein wirklich cooles Produkt. Ich weiß nicht, ob ich euch alle Produkte in der Infobox verlinken kann, Leute, das wird ein bisschen heftig. Das war öfters mal in Boxen drin und ich finde das sehr, sehr großartig. Ist halt einfach ein Creme-Produkt und für die Creme-Masken habe ich hier auch von Barbour mal so einen Foundation-Pinsel in einer Glossy Barbour-Box drin gehabt und den dafür in Anwendung genommen. Dann gehen wir mal durch die Masken durch, die ich hier so stehen habe. Ich starte mit Asam Beauty bzw. M. Asam Magic Care. Das ist die Watermelon Glow Mask. Die habe ich letztens in einem Haul gezeigt und da hattet ihr mich auch gefragt, wie ich die so finde. Ich habe die jetzt zweimal angewendet und muss sagen, dass ich die gut finde. Also die gibt einen schönen Glow auf die Haut. Fühlt sich aber sehr butterig richtig an. Also das muss man mögen, weil das ist ein ganz... eine ganz besondere Konsistenz. Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht so wirklich viele Masken mit dieser Konsistenz gehabt. Klar, Gel oder Creme, ne? Aber das hier ist was ganz anderes. Das hier ist von La Rosée, der Mask en Stick. Den hatten wir in der Goodiebox öfters mal drin und ich habe den seit einer Weile in Anwendung. Und Leute, da ist bei weitem noch nicht mal das raus, was man... Also das ist der Wahnsinn, wie viel da drin ist an Produkt. Ne? Also ich könnte ja noch weiter hochdrehen, aber dann sitzen wir hier morgen gefühlt noch rum. Und ja, also das macht man sich halt einfach aufs Gesicht. Und das ist auch eine schöne Geschichte, die so reinigend ist auch ein Stück weit. Ne? Das ist auch für sensible Haut geeignet, habe ich ja. Ne? Dann kommen wir zum ersten Dalton-Produkt dieses Videos. Und da kommen noch einige mehr. Da habe ich hier von Dalton Face Care Magical Effect. Das ist die klärende Schönheitsmaske. Und die ist wirklich sehr, sehr angenehm. Die mag ich total gerne. Danach habe ich auch wirklich ein geklärtes Hautbild. Also das sieht wirklich toll aus. Mache ich halt mittwochs immer und ich mag den Duft. Das ist auch schon ganz gut aufgebraucht. Ne? Also da habe ich noch vielleicht 2, 3 Anwendungen drin. Ja. Und ja, ich mag die sehr, sehr gerne und die kannst du halt 1 bis 2 Mal wöchentlich anwenden. Und ich mag halt einfach Dalton. Ne? Ich mag sowieso mit meinen Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Ansonsten würde ich das nicht so langfristig schon machen. Und deswegen habe ich auch im Bereich Körperpflege, Gesichtspflege oder Pflege im Allgemeinen jetzt nicht so super viele, sondern halt wirklich ausgewählte, wo ich weiß, dass ich die Produkte halt auch sehr gut vertrage.
Ja, das ist eine Maske, die habe ich schon mal aufgebraucht von Avanti Rose Quartz Maske. Die ist auch sehr nährend und sehr, sehr schön, aber sehr teuer, ne? Also die kauft man sich jetzt nicht mal eben so nach. Und da freut man sich einfach mehr, wenn man die in der Box mit drin hat, weil, wie gesagt, also von der Pflege her kann ich mich da echt nicht beschweren. Und ihr merkt jetzt wahrscheinlich auch, dass ich die Masken halt so abgestimmt habe, dass ich dann einen Tag was Klärendes habe, was Detoxierendes. Detoxierendes gibt es das? Keine Ahnung. Und am nächsten Tag dann wieder was Pflegendes, was Nährendes, ne? Und so habe ich das halt dann immer auch im Wechsel. Und wenn dann mal ein Pöttchen leer ist, dann gehe ich auch hin und schaue, dass ich halt auch eine ähnliche Maske dann dafür wieder reinpacke. Hier habe ich dann von Mud Maske die Melting Matte Cleansing Mask. Damit ist es tatsächlich angefangen. Und die habe ich von Simone hier bekommen. Denn die habe ich schon ein oder zweimal aufgebraucht. Und da steht auch drauf, dass man das halt während des Zähneputzens anwenden kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, voll die gute Idee. Muss ich adaptieren und jetzt öfters machen. Von Dalton habe ich noch eine weitere Maske. Die ist relativ frisch bei mir eingezogen. Die Q10 Energy Boost Creme Maske. Die hat so Q10 Perlen drin. Die riecht auch so geil, ne? Diese roten Stippchen, die hast du halt in der Q10 Reihe mit am Start. Das stellt ja voll super scharf nicht. Läuft, ja. Wir müssen uns noch anfreunden, die Kamera und ich. Auf jeden Fall finde ich diese Maske sehr, sehr schön. Muss aber sagen, dass ich diese, hier hätte ich das lieber gehabt, dass diese Q10-Partikel halt schon direkt in der Maske aufgelöst werden, sodass ich da nicht irgendwie die Maske noch einmassieren muss, weil im Prinzip pinsel ich mir die auf und dann massiere ich mir die noch extra ein und mache, dass die roten Punkte puff machen und das Q10 halt ins Gesicht kommt. Aber es belebt auf jeden Fall und danach habe ich auch wirklich ein schönes, leicht belebtes. Also es sieht frischer aus. Ich habe dann einen etwas rosigeren Ton. Jetzt nicht wie bei der Oh My Blush Ampulle, ne, bei der roten Ampulle. Nee, die kann ich auch nicht haben mit meiner sensiblen Haut, aber ist schon schön. Und hier habe ich jetzt von bei Beauty Bay für den Sonntag Skin Fixer Clay Mask. Das ist ja eine Mischung aus aus Lehm und PHA. PHA ist ja eigentlich auch ein Säurepeeling, ne? Ich habe euch hier im i auch ein Video in Kooperation mit Dalton mal zu den Peelings gemacht. Ist aber ein super sensibles Peeling. Also eigentlich sollte man das eher weniger in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden, weil die Haut dann halt auch sehr, sehr sensibel ist. Ich muss sagen, dass ich dieses Produkt sehr gerne mag, sehr gerne anwende und auch während Schwangerschaft und Stillzeit verwendet habe. Jetzt sind wir eine Etage tiefer und im Prinzip gehen wir jetzt auch noch weiter bei Masken dabei, weil hier habe ich auch noch Augenpatches von Revolution mit Vitamin C. Das sind die Glow Eye Patches mit Multivitaminen. Ich mag halt gerne, wenn das so in Pöttchen drin ist, weil ich das einfach praktisch finde. Das verwende ich dann auch in Kombination mit den Masken, mit den Pöttchenmasken. Dann habe ich hier noch, das war in so einer Tasche drin, den Summer Saver. Ja, der steht hier schon eine ganze Weile. Ne? Den habe ich gerade in der Schwangerschaft halt super geliebt, aber also da war der wirklich gut, muss ich sagen. Also als ich ihn dann halt in Anwendung genommen habe, echt krasses Teil. Aber es ist jetzt nichts, was ich schnell aufbraucht. Das heißt, es wird noch ein paar Sommer halten. Dann habe ich hier von Faint, das war in dem Arbeitmenge Adventskalender, ein Parfum drin, XOXO Violet. Ein schöner Duft, der jetzt nicht ewig krass lange hält. Hier habe ich noch drei weitere Düfte. Ja, Viva Vie, die gibt es ja leider nicht mehr. Ne? Da habe ich einmal Modern Orchid, also die moderne Orchidee, ein blumiger Duft. Und Dear Summer, das ist dann ein sehr frischer Duft. Und hier habe ich Larisee drin, aber ich weiß gerade nicht welches. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das Alien Dupe oder so müsste das sein. Und das habe ich hier in so einem Aufsteller von Viva Vie drin. Genau, und wie gesagt, Viva Vie gibt es ja nicht mehr. Die sind ja pleite gegangen oder so letztes Jahr. Echt schade, weil die haben echt schöne Düfte, ne? Ja, dann habe ich hier noch drin meine Bürste. Ja, meine Haarbürste, die brauche ich halt. Und von Sommet, das habe ich mir auf der letzten Glow gekauft. Das ist so ein Antitranspirant, das kann man sich unter die Achseln machen und dann soll man halt viel weniger schwitzen. Und es hilft bei mir sehr, sehr gut. Also da muss ich sagen, ja, feine Geschichte, hat man weniger Achselnässe. Ich habe jetzt heute erfahren, dass die Glow tatsächlich dann im Mai sein wird, wenn ich leider auf Malaga bin oder in Malaga bin, mit Dalton zusammen. Schade Schokolade, ne? Also ich wäre gerne in Hamburg mit dabei gewesen. Ja, aber dieses Jahr leider nicht. Nun, eine Etage tiefer sind wir jetzt schon Richtung Cremes-Geschichten. Also ich benutze wirklich die Sachen hier fast täglich alle. Ne? Einmal habe ich von O'Keefe's For Healthy Feet eine Fußcreme, die ist
so gut, Leute. Die kann ich euch auch wirklich empfehlen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil die hinterlässt bei mir so einen leichten weißen Schleier, aber die ist super, super pflegend. Ja, brauchst du nicht dran riechen. Riecht auch nicht so klassisch nach Fußcreme, ne? Dann habe ich hier von der lieben Mandy bekommen, von Balea Body Lotion Sense of Magic mit Vanilleextrakt und Shea Butter. Hat aber auch so einen tollen Duft nach Beere, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich bin eigentlich kein Fan von den Balea Body Eincreme-Produkten gewesen in letzter Zeit, damals, bislang. Weil die entweder total schlecht eingezogen sind oder gar keine Pflege hatten. Und das hier ist wirklich ein Produkt, wo ich sage, na, so langsam holt Balea wieder auf und gefällt mir. Tatsächlich. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Dann habe ich hier aus dem Adventskalender von Biotherm das O-Pure, das Antitranspirant, 48 Stunden verwende ich abends, mag ich gerne. Ist ein Roller. Dann habe ich für die Momente, wo ich gerne ein Spray verwende, also tagsüber von Dove, mit pflegendem Zinkkomplex ein Deo ohne Aluminiumsalze. Ja, das ist okay, aber ich muss sagen, dass ich jetzt wirklich auch in der Zeit gar nicht mehr so super extrem schwitze und ja, mir sowas auf jeden Fall hilft auch, ne? Ich mache Double Cleansing und da habe ich aktuell in Anwendung von Cleanit Zero die, dieser Cleansing Balm Original von Vanilla Co. Genau, bekommt ihr auch bei Purish. Könnt ihr, glaube ich, aktuell auch mit Claudies Welt 15% drauf sparen. Und ja, ist ein schöner Abschminkbalm. Ich muss aber sagen, dass nach wie vor von Yeboda The Calm Balm der Abschminkbalm ist, der mir persönlich am besten gefällt und der mein Make-up am besten runternimmt. Auch wasserfeste Mascara und so. Aber das ist auch ein total gutes Produkt, ne? Also da muss man halt einfach für sich selber schauen, welches Produkt, welche Konsistenz, welches Duftgedönsen gefällt einem am liebsten und bislang bin ich halt immer noch bei The Calm Balm von Yeboda und wenn man da halt den Moment abpasst, wo vielleicht ein Influencer einen Code hat, ich weiß gar nicht, ob ich aktuell einen habe, dann blende ich euch den auf jeden Fall ein, dann habt ihr den auf, also das Produkt dann auch zu einem echt super Preis und manchmal hast du sogar das Glück, dass du dann diese Mega-Rabattaktion bei Yeboda hast mit 43% haben die ja manchmal, ne? Das ist dann natürlich mega krass. So, einmal in der Woche mache ich meine Nägel neu und dann, wenn der Lack ab ist, benutze ich immer ein Handpeeling. Da habe ich jetzt von Human and Kind eins in Anwendung, Moisturizing Hand Scrub und das ist ein Produkt, was ich auch wirklich gut finde, was ich sehr empfehlen kann und was auch noch so letzte Reste runternimmt, ne? Und wirklich ein tolles, geschmeidiges Hautgefühl macht. Und dann sind wir auch schon in der vorletzten Etage, Leute. Richtig krass hier. Ich würde sagen, ich mache erstmal hier dieses Ding. Upsala, und zeige euch, was hier drin ist. Das ist, ich sollte hier auch mal sauber machen, ne? Läuft. Hätte ich vielleicht kombinieren können, aber dann hätte ich hier super viel schneiden müssen. Eigentlich ist es so ein Lippenstift, Lipgloss, Aufbewahrungsding. Da passen aber auch super solche Produkte rein. Das ist jetzt ein Wimpernserum, war irgendwo im Adventskalender. X-Lash Pro Eyelash Serum. Das ist so lala, hat aber auch, glaube ich, Hormone drin. Das ist das beste Eyelash Serum, was ich habe oder was ich hier ausprobiert habe. Grande Lash MD, das Lash Enhancing Serum. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Richtig gut, aber auch richtig teuer und enthält halt auch richtig Hormone. Ich habe hier immer noch einen Hauch von Sammy. Naja, was hat der eigentlich in meinem Schrank verloren? Dann habe ich hier eine Lippenpflege von The Body Shop, aktuell in Anwendung, mit Mandelmilch, also Almond Milk. Ja, die wird morgens und abends angewendet. Dann habe ich hier so ein Augenvibrationsding, wenn ich halt so Augenprodukte einarbeite, kommen wir gleich zu. Das habe ich auch mal irgendwo aus einem K-Beauty-Shop bekommen. Total super, muss ich sagen. Ist halt so ein bisschen vibrationsmäßig, ne? Und dann habe ich hier noch so ein Hand-Serum-Einarbeitungsmassage-Dingens und mit Rosenquarz, ne? Das ist von For Your Beauty. Ist auch ganz schön, wenn man hier so Tuchmasken sich einarbeitet. Aber ich bin eigentlich eher ein Fan von meinem PMD Rose Quartz Roller, weil das auch noch vibriert. Und weil das Ding halt auch noch so Wärme macht. Und das finde ich richtig gut. Außerdem habe ich immer ja, so ein Haargummi in Anwendung. Und habe dann immer auch ein zweites im Regal. Und wenn ich dann quasi, also ich wechsle immer morgens und abends. Und keine Ahnung, warum ich das mache. Das hat sich so angewöhnt. Und wenn die zu sehr ausgeleiert sind, in heißes Wasser legen, in kaltes Wasser, heißes Wasser, kaltes Wasser, dann ziehen die sich wieder ein bisschen zusammen. Das kann man ein paar Mal machen. Und irgendwann sind die halt so fratze, dass du die nicht mehr in Form bekommst. Und dann sollte man die austauschen. Dann habe ich hier noch so ein Haarclip, ne, für meine herumfliegenden Babyhärchen.
Das hier ist von Le Rouge Français, das war in der My Little Box drin, so ein Wimpern- und Augenbrauenserum, aber ohne Hormone. Das ist quasi auf Rizinusölbasis oder auf ja, Ölbasis quasi, habe ich heute auch noch Freunde von mir erklärt. Also der Unterschied zwischen hormonell wirksamen Wachstumsserum für die Haare und Rizinus bzw. Ölserien ist, dass diese Ölserien wirklich das Haar an sich schützen. Also die gehen oberflächlich, also alles, was quasi oberhalb der Haut ist, sowohl bei den Wimpern als auch bei den Augenbrauen. Die machen diese Serien, dass die Wimpern und die Augenbrauen weniger strapaziert werden, also dass sie quasi gefestigt werden und weniger abbrechen. Ne? Also das schützt vor Haarbruch einfach. Und wenn du die hormonell wirksamen Produkte verwendest, gehen die halt in die Wurzel rein und fördern das Wachstum oder sie... Also sie machen jetzt ja schon doch, dass die Wimpern nicht jetzt unbedingt so mega schnell wachsen, sondern sie hindern die Wimper vor dem Ausfallen. Also sie halten quasi an der Wurzel fest und verlängern so die Wachstumsphasen und dann sieht es halt so aus, als würde man dadurch längere, oder man kriegt dadurch längere Wimpern, eben weil das in der Wurzel wirkt und dann die Wimper festhält und die Wimper fällt nicht aus. So, und ich verwende aber immer, wenn ich ein Wimpernwachstumsserum verwende, auch gleichzeitig ein Ölprodukt eben, weil wenn so ein Haar länger wird, ist es natürlich noch spliss- und abbruchanfälliger und dementsprechend sollte man das natürlich pflegen, wie man auch seine Haare pflegt. Deswegen finde ich so ein Produkt einfach sinnvoll. Ob das jetzt von Le Rouge Français ist, ob das von Jungglück ist, die haben ja auch ein Rizinusöl, ne? Oder von Amazon, da gibt es ja auch für ein Apfel und ein Ei so Großpackungen. Also das kann man einfach für sich selber schauen. Und dann habe ich hier noch in Anwendung von Clarins das Lip Comfort Oil. Das bin ich aktuell auch am Aufbrauchen, verwende ich dann so morgens oder über Tag. Und da sind wir jetzt auch schon bei meiner Skincare-Routine. Ja, also zuallererst habe ich hier so ein Kannprodukt, was ich verwende, wenn ich einen Pickel habe. Das ist von Beauty Mist, der Anti-Pickel-Booster, hochkonzentriert. Das ist mit Niacinamid und Zink. Das sorgt halt dafür, dass die Haut geklärt wird. Und wenn ich einen Pickel habe, gebe ich mir das einfach punktuell auf den Pickel auf. Oder wenn ich merke, ich habe gerade einfach so eine Phase, wo ich vermehrt dazu neige, Unreinheiten zu bekommen, dann mische ich mir das halt auch in die Creme mit rein. Ne? Jetzt aktuell ist es so, dass ich das mit in die Creme mit einmische, einfach weil ich merke, dass meine Haut etwas unruhiger ist. Das sieht man nicht, eben weil ich solche Produkte verwende. Das spüre ich aber. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Dass man einfach das Gefühl hat, okay, es könnte bald was kommen. Und dann kann man das prophylaktisch verwenden, du kannst es aber auch akut verwenden. Je nachdem, wie man halt so möchte. Dann habe ich hier einen Toner, aktuell in Anwendung von Dalton. Comfort Clean, Sensitive Skin, sanftes Anti-Aging Gesichtswasser. Ist ein toller Toner, den ich mir entweder mit den Händen aufs Gesicht gebe oder ich gehe, da kommen wir auch gleich zu meiner Schublade, nehme mir ein wiederverwendbares Wattepad raus, mache das drauf, aufs Gesicht, fertig ist. Die Laube finde ich super, verwende ich immer nach der Reinigung als Vorbereitung auf die kommende Pflege, einfach damit die Haut ein bisschen gechillter ist. Ich mag auch super gerne von Dalton diesen Toner, einfach weil das für meine sensible Haut sehr gut geeignet ist. Und aktuell habe ich so einen Ausrastezustand, weil ich mich auch super viel schminke. Also ich drehe aktuell sehr viele Videos auch wieder. Dementsprechend brauche ich dann auch etwas freundlichere Gesichtspflege und da kommt Dalton einfach für mich immer wieder gut ins Spiel. Dann habe ich aktuell in Anwendung von Dalton das Soft Skin Effect Enzym Serum. Das kannst du täglich verwenden als Kur, das mache ich auch aktuell. Ist ein wirklich schönes Produkt und kann man in Kombination zum Beispiel mit Enzym Peelings verwenden. Da hat Dalton ja auch was im Sortiment. Dann habe ich hier ein Augenserum von I Want You Naked, die Time Machine. Das ist mit so einem Roller, das gebe ich mir direkt auf die Augenpartie, also um die Augen wirklich komplett drumherum auf. Und kann das aber nicht solo verwenden. Also da muss ich immer auch eine Augenpflege mit verwenden. Ansonsten ist mir das nicht reichhaltig genug. Das funktioniert nicht. Dann nehme ich hier aktuell von Kylie Skin diese Eye Cream, die ich persönlich jetzt auch nicht so hart feiere. Aber gut, ne? Sie ist da. Ich will sie ausprobieren. Sie glitzert. Die glitzert wirklich. Naja. Und die hat einen komischen Applikator. Also mit diesem Ding appliziere, trage ich das nicht auf. Ich nehme es einfach mit dem Finger und mache das dann drauf, ne? Ja, weil das arbeitet das doch nicht ein, dann hast du viel zu viel. Dann habe ich hier noch eine Creme, die ich tagsüber verwende. Das ist von Pharmacy Honey Halo, die Ultra Hydrating Ceramide Moisturizer Cream. War in einem Adventskalender drin, finde ich total hübsch. Ne? Und hat auch einen hübschen Deckel, der magnetisch ist und wo dieser Spatel dran ist. Riecht angenehm nach Honig
Und die benutze ich, wie gesagt, tagsüber. Ist eine schöne, reichhaltige Geschichte, die aber auch nicht zu dick ist, was auch sehr wichtig ist. Ne? Dann habe ich für die Nacht hier noch etwas von Yepoda in Anwendung. The Midnight Magic mit Ziza, Lavendel. Und die kannst du auch als Sleeping Mask verwenden. Ich habe sie einfach als Nachtcreme. Hier muss ich wirklich sagen, die Creme an sich ist göttlich. Die ist wirklich großartig. Beruhigt die Haut, macht wirklich ein schönes Hautgefühl. Aber der Pumper ist vollkommen für den Arsch. Denn ich muss 20 Mal pumpen, um genug, also wirklich 20 Mal exakt, ne, um genug Produkt für mein Gesicht rauszukriegen. Und dann habe ich Hals und Dekolleté noch nicht mal eingecremt. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn, Leute. Naja, aber es ist ein tolles Produkt, was meine Haut beruhigt und was mir gut tut. Achso, ich habe jetzt gerade mein Aufgebrauchvideo gedreht und einen Lichtschutzfaktor nach oben gemacht. Eigentlich müsste ich nämlich den neuen Lichtschutzfaktor reinpacken und da habe ich hier Rückbehaltung gegeben. Ne? Gesicht muss auch geschützt werden. Ich hatte jetzt gerade einen von Misha aufgebraucht, den ich auch sehr gut fand. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Dalton Sun Care UVA, UVB Lichtschutzfaktor 50+. Tolles Produkt. Und ich meine, es ist jetzt nicht so die Mega-Ultra-Zeit, wo du die krasse Sonneneinstrahlung merkst, aber die Sonne ist da. Und wenn man sich draußen aufhalten sollte, keine Ahnung warum, spazieren gehen, draußen sein halt, sollte man trotzdem Lichtschutzfaktor verwenden. Wichtig. Kommen wir jetzt zu dem untersten Part des Schranks aktuell. Und da habe ich zuallererst was drin, das ist schon richtig lange in Anwendung. Alto Belly. Das kann ich, man war ja auf Kurs im Mai, ne? Krass, also ein halbes Jahr von Kaimana Leave-In Conditioner. Sehr tolles Produkt, den verwende ich. Also ich wasche mir jetzt ja alle 2 Tage die Haare, ne? Und den verwende ich dann, wenn ich quasi am Tag, wo ich... am Morgen, nachdem ich nicht abends die Haare gewaschen habe, verwende ich den dann morgens. Und da mache ich mir was von in die Haare und das macht wirklich tolle Haare, gefällt mir richtig gut. Pflegt ohne zu beschweren. Hier hättest du auch noch einen Hitzeschutz mit am Start. Das heißt, ich könnte das eigentlich auch echt gut verwenden, nachdem ich geduscht habe, wenn ich meine Haare föhne. Aber nö, also tolles Produkt, kann ich euch empfehlen. Ist, glaube ich, nicht ganz so günstig. Ich hatte das in meinem Hotelzimmer stehen, als ich auf Korfu war mit Dalton. Ja, als nächstes habe ich hier noch so ein paar Dinger liegen. Das sind so BH-Erweiterungsdinger, ne? Weil jetzt aktuell mal größer, na, ist das eigentlich immer größer. Also ich verwende die eigentlich immer. Ja, sehr gut. Dann habe ich noch ein bisschen Schmuck. Dann habe ich hier mein Elmex Gelee. Das ist auch sehr gut. Einmal wöchentlich verwende ich das. Ich habe so ein bisschen freiliegende Zahnhälse. Da brauche ich das. Dann habe ich hier... ja, witzig eigentlich. Eigentlich ist es ein Serum. Und eigentlich ist dieses Serum auch gar nicht mal so günstig. Ne? Von Votari. Votari. Und ja... Ich hatte das im Gesicht angewendet und fand das jetzt nicht so überwältigend. Und alles, was ich im Gesicht als Öl nicht so überwältigend findet, wandert dann halt ein paar Etagen tiefer und ist dann halt quasi mein Momo-Pflegeöl. Und ja, das ist Illuminate Your Skin. Das fand ich halt nochmal ein bisschen witziger. Ne? Ja, das strahlt da unten wie sonst was. Glow Drops, 30 Milliliter. Ja, wie gesagt, also das habe ich halt für unten aktuell in Anwendung. Dann wandern wir etwas höher. Da habe ich ja meine Kaiserschnittnarbe, die wird jetzt aktuell gepflegt mit Bepanthen. Da habe ich so ein Narbengel, das hat mein Freund mir von der Apotheke mitgebracht. Da ist auch so ein Narbenroller mit dabei, was das Big Bang Kram, das braucht kein Mensch. Das Narbengel an sich ist gut. Es hilft aber nicht, dass wenn du dann vielleicht doch so eine kleine Entzündung oder sowas hast, da muss man dann trotzdem eine Wund- und Heilsalbe nehmen. Ne? Genau, so, ja. Läuft. Dann habe ich hier noch ein Öl, das verwende ich jetzt aktuell nicht mehr am Bauch, weil mein Bauch braucht nicht mehr präventiv gegen Schwangerschaftsstreifen zu arbeiten, aber an den Brüsten benutze ich das und an meinen Oberschenkeln. Das ist auch von Dalton Natural Korrekteur, das Öl. Ganz toll. ja, ganz ehrlich, ich habe das auch schon öfters gesagt, egal welches Babyöl ich verwende, abgesehen von dem Bellybuttonöl, was bei mir leider Pickel gemacht hat, kann ich jedes Öl verwenden und die haben alle die gleiche Wirkung. Ne? Also ja, das hier fühlt sich aber schön an, zieht schnell ein, ist eine gute Angelegenheit, gefällt mir gut, kann ich empfehlen. Ne? Ja, muss jeder für sich selber wissen, wie viel Geld man dann dafür ausgeben möchte. Dann habe ich auch aktuell in Anwendung, einfach weil ich stille, von Lanzino. HPA Lanolin, die Brustwarzensalbe, ja, die kommt dann auch täglich 1, 2, 3 Mal drauf, je nachdem, wie halt der Bedarf so ist. Und dann habe ich jetzt noch hier für Hals und Dekolleté von Emasa Magic Care die Superlift Neck Cream. Die hatte ich mir letztens gekauft in einem Haul und die gefällt mir ganz gut. Da brauchst du auch nicht viel von.
Riecht auch angenehm frisch, ne? Ist eine schöne Geschichte. Habe ich jetzt noch nicht so exzessiv verwendet, aber das, wo ich es verwendet habe, ist es ganz schön. Das war dann der Inhalt von meinem Spiegelschrank und jetzt kann ich euch mal zeigen, was sich auf meinem Waschbecken befindet. Das ist eigentlich relativ simpel erklärt. Ich habe eine Handseife, ne? Die habe ich von Emilia gekriegt im Zuschauerpaket. Ich habe hier ein bisschen was zum Vorwaschen von dreckiger Kleidung von Julius, falls mal was daneben ging. Dann habe ich hier magnetisch hängend eine Pinselseife, um meine Pinsel zu reinigen. Dreckige Pinsel, die noch gereinigt werden möchten. Dann habe ich hier eine Mundspülung, finde ich auch immer ganz gut, verwende ich mindestens zweimal täglich. Meine Zahnpasta habe ich hier, das ist aktuell eine Energy Boost mit Koffein-Zahncreme, High Detail. Und meine Zahnbürste läuft. Dann kommen wir hier mal zu meiner nicht ganz so aufgeräumten Schublade. Sieht chaotischer aus, als es eigentlich ist. Hier habe ich ein bisschen Sonnenpflege. Dann habe ich hier meine ganzen Abschminkpads, die wiederverwendbar sind. Dann so ein bisschen so Teile, um die ins Haar zu machen. Jeden Morgen und so verwende ich die. So ein paar Tools, Backup-Geschichten von Pickelviechern oder von Augenmasken habe ich hier mit drin. Noch so ein paar Maskenpinsel, die ich nicht brauche, wiederverwendbare Slip-Einlagen, die ich ab und an noch verwende, aber die zum Beispiel finde ich jetzt nicht so großartig. Hier habe ich meine Slip-Einlagen auch direkt greifbar. Hier eine Haarschneideschere, Pinzette, Nagelclipser, so ein Gedönsen. Backups von verschiedenen Dingen. Das ist ein geiles Teil, das habe ich mir letztes Mal gekauft von For Your Beauty. Damit kann man seine Bürste super reinigen, kann ich voll empfehlen. Das ist echt genial. Habe ich immer gebraucht. Immer wieder ein bisschen Zahncreme dazwischen, Zahnpflegeprodukte, Gesichtsrasierprodukte habe ich hier auch noch mit am Start. Ne? Masken, ja, Zahnpflege, Nippelbein. Das ist jetzt nichts super Aufregendes. Ne? OBs, die ich vielleicht irgendwann in 100 Jahren wieder brauchen werde. Q-Tips und sowas halt. Alter, was ist das eigentlich? Sassy and a bit bad Essie. Ja, das ist auch tatsächlich Tampons. Läuft. Ja, also das wäre halt quasi diese Schublade. Achso, was ich euch auch noch natürlich zeigen kann, ist hier von Dalton dieser Ampullenzerstäuber. Auch das ein tolles Produkt, kann man sich für, ich glaube, um 5 Euro im Onlineshop dort kaufen. Der ist echt toll. Kann man mit super vielen von den Ampullen auch kombiniert verwenden. Und dann kannst du dir die Ampulle ein bisschen aufteilen, ne? Ich weiß gar nicht, seht ihr das jetzt? Grob. Hier ist auch dies das Ananas drin. Stilleinlagen, Backups von Masken, Backups von Seife, meine Scrunchies, Nagelpflegeprodukte, mein PMV Rose Quartz Roller. Der sieht übrigens so aus, falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet. Den hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Ich will da einem da nicht allzu sehr mit auf die Nerven gehen. Meiner ist mal runtergefallen, aber der ist so geil, Leute. Ich liebe dieses Teil. Der ist nur sehr teuer. Man muss da immer gucken, ob man den irgendwo im Sale bekommt, aber Look Fantastic hat den oft im Sale, Flaconi hat den auch öfters mal im Sale. Schaut da auf jeden Fall vorbei, da kriegt ihr ja auch bei den Online-Shops immer Rabatte, ne? Genau. Jo, Epilierer habe ich hier auch noch drin. Ja, nichts super Aufregendes halt, ne? Ansonsten, wenn ich jetzt so die Kamera schwenken lasse, haben wir hier dann noch so ein Ding, da habe ich letztens drauf gesessen, als ich Trashy ausgepackt habe. Da sind unsere Handtücher drin. Das kommt von Lidl oder Aldi. Keine Ahnung, wo die Sitzbank nochmal herkam. Da gucken wir gleich in die Dusche rein. Die Duschwand an sich haben wir mal damals vor 6 Jahren halt auch bei, ich glaube, eBay hat mein Freund das gekauft. Ist ein super easy peasy System, aber ich finde es großartig, dass wir das damals gemacht haben. Hier ist unser Handtuchwärmer mit unseren Handtüchern, Julius Badewanne und ja, wir sind alte Leute. Wir haben hier tatsächlich auch so einen Ständer uns geholt für die Badewanne, damit wir uns nicht bücken müssen. Und ich bin ganz faul. Ich mache es tatsächlich so, dass ich mir dann auch noch einen Stuhl ranhole und dann sitze ich da so neben. Ja, ich weiß, ich bin faul. Unser Klo braucht ihr nicht sehen, aber was oben drauf ist, seht ihr. Da habe ich ein paar Masken stehen. Da ist das Popuri, kann ich euch auch voll empfehlen. Das ist halt, die Kamera ist schief, gegen Stinky. Ich hole das mal eben. Moment. Das muss ich euch zeigen, Leute. Das ist auch richtig klasse. Daneben steht übrigens schon mein Handy, falls ich nachher duschen gehe, ne? Dass ich da Bescheid weiß. Also, Popuri. Das ist so super, weil ihr sprüht das ins Klo. Der will nicht scharf stellen. Ich verlinke euch das in der Infobox. Ich kann euch auch mal ein Bild einblenden. Ihr sprüht das einfach in die Toilette. 2-3 Mal. Und dann könnt ihr euer Geschäft machen. Und man riecht nichts. Gar nichts. Ist krass.
Ohne Witz. Liebe ich. Ja, daneben ein bisschen Feuchttücher, ne, was man halt so braucht, eine Uhr. Ja, es ist 20 nach 8 abends, schön, ganz normale Arbeitszeit von mir. Genau, mein Handy, wie gesagt, steht da auch. Da oben ist der Pupshocker, den ich auch ganz gerne nehme für, wenn ich mir jetzt die Beine rasiere, den habe ich halt gebraucht, als ich schwanger war und mich nicht bücken konnte. Ja, ansonsten haben wir hier so einen Medikamentenschrank hängen, die Fußbodenheizung ist da am Start. Und das hier, liebe Leute, ist unser Loch, denn hier drunter befindet sich unser Waschkeller und ja, das ist halt einfach eine Klappe, haben wir damals eingebaut, ist eigentlich total einfach und da ist ein Rohr und dann schmeißen wir da unsere schmutzige Wäsche rein und dann verschwindet sie da unten drin. Ja, voll gut. So, jetzt gehen wir aber mal zur Dusche. So schaut unsere Dusche aus. Da kommt Wasser raus, da kommt Wasser raus, wenn man möchte. Tada. Ist eine Armatur von Grohe, für die, die es interessiert. Und das sind die Duschprodukte. Hier unten hat mein Freund sein Fach, teilt er sich mit Julius, ab und an teilt er sich das auch mit Sammy. Ja, hier hängt halt das Ding von Twist Shake, dieses Gedönsen, wo du Wasser reinmachen kannst. Mein Freund hat seinen Rasierer, ich habe meinen hier oben. Welchen habe ich denn? Von Bulldog habe ich aktuell einen in Anwendung. Ja, ich mag halt gerne Männerrasierer, weil die halt einfach effizienter sind. Das ist mein, sieht man gar nicht, kann ich mal kurz abmachen. Mein Bluetooth-Lautsprecher, der verbindet sich mit meinem Handy und dann kann ich unter der Dusche ja, YouTube-Videos gucken, weil ich stehe dann ja quasi hier, wo jetzt ja ungefähr auch die Kamera steht. Und dann ist da vorne mein Handy. Sieht man das? Da. Eigentlich ist es dann auch so hier hingedreht, ne? Und dann kann ich die ganze Zeit YouTube-Videos gucken und es hören. Das ist so super. Ist auf jeden Fall ein tolles Duschradio. Mag ich richtig gerne. Hier hat mein Freund auch eins hängen. Da mag ich den Sound nicht so gerne, muss ich gestehen. So, was habe ich denn hier stehen? Ich habe hier zum einen mein Reinigungsprodukt. Das ist der All Skin Types Premium Clean Reinigungsschaum. Und das halt hier gerade so sehr. Es tut mir leid, Leute. Ja, ein schönes Produkt. Mag ich gerne leiden. Ist ein sehr milder Reinigungsschaum. Und der tut mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nimmt auch sehr gut die Reste des Make-ups runter. So ist, glaube ich, auf jeden Fall besser zum Gucken, oder? Na, ich glaube schon. Dann habe ich hier von Nivea meine Intimo Waschlotion Sensitive. Finde ich auch super, kaufe ich immer nach. Also entweder die oder wenn es die halt von Domol oder von Fossil aktuell auch gibt. Was ich halt richtig gerne mag, ist der Pumper. Es gibt sowas auch mit Schaum, ne? Aber ja, das ist halt einfach ein tolles Produkt. Dann habe ich hier natürlich auch mein Ingwer-Meersalz-Peeling von Dalton stehen. So ein tolles Peeling, Leute. Ich mag es sehr, sehr gern. Ich habe das jetzt gerade erst frisch wieder in Anwendung genommen. Ja, das ist halt einfach großartig. Und das ist mit echtem Ingwer halt drin, ne? Es ist aber nicht, dass es überhaupt brennt oder so. Es ist total genial. Ein schöner Spa. Man muss es halt umrühren, ne? Das kann man entweder mit dem beiliegenden Spatel oder mit dem Finger machen. Ich mache es halt mit dem Finger, weil ich den Spatel sehr oft einfach verloren bekomme. Dann habe ich hier aktuell in Anwendung von Bubble Tea Peony and Cherry Blossom. Das ist einfach so ein Duschgel. Und das ist sehr, sehr dick. Das wird aber heute oder morgen leer gehen. Ist eine schöne Geschichte. Ich hätte mir vom Duft aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr versprochen, weil Kirschblüte verbinde ich auch ein bisschen mit Ritual of Sakura. Ja. Und das riecht halt so gar nicht danach. Das hier hatten wir letztens erst in der Look Fantastic Box von Brushworks drin. Das wird morgen in Anwendung genommen, weil ich da halt von Dingenskirchen, zeige ich euch gleich, das Haarprodukt verwende. Und das ist just mir gerade in der Box drin gewesen. Damit kann man das halt super einarbeiten, ne? Ja. Ist schön. Habe ich aber noch nicht richtig verwendet. Habe ich eine so Trockenübung mitgemacht. Dann habe ich von Christophe Robin die Hydrating Melting Mask. Die mag ich sehr gerne. Die habe ich gestern Abend verwendet. Meine Haare sind sehr schön genährt aus. Mag ich gerne leiden. Aktuell auch in Anwendung habe ich hier dieses Shampoo und Spülung Gedönsen von John Frieda Frizzies Wunderreparatur. Das riecht so intensiv nach. Also ihr habt dann auch Tage danach, also zwei Tage danach oder bis ihr halt die Haare wäscht, ne, diesen Duft in den Haaren. Das finde ich großartig. Und das letzte, was ich hier drin stehen habe, ist auch von Christophe Robin. Das hatte ich in der Look Fantastic, im Look Fantastic Adventskalender. Cleansing Purifying Scrub mit Seesalz und soll beruhigen und detoxen und so. Das ist halt Glas, nee, das ist Hartplastik hier unten. Und das ist super schwer. Und das schäumt richtig krass. Du brauchst da echt nicht viel von. Und das peelt die Kopfhaut. Finde ich sehr schön. Ja,
riecht halt sehr friseurmäßig, ne? Aber ein ganz tolles Produkt, wo ich Ewigkeiten mit auskommen werde, aber ganz, ganz toll. Ich mag ja gerne Kopfhautpeelings. Wer sich übrigens fragt, sag mal Claudi, du machst doch Beauty-YouTube, warum hast du in deinem Bad eigentlich nur Pflege und keine dekorative Kosmetik? Ganz einfach, weil ich oben ein komplettes Zimmer dafür habe und ich gehe dann zum Schminken auch immer nach oben und da ich halt auch zu Hause arbeite, muss ich mich nicht morgens irgendwie für den Job fertig machen und ja, deswegen, wenn ich irgendwo hinfahre, dann eh meistens morgens ungeschminkt und nachmittags, abends geht es dann los, dass ich halt Videos drehe und mich dann entweder wie jetzt ungeschminkt vor die Kamera stelle oder setze oder eben mich mit euch schminke oder vorher schminke, so, und das mache ich dann halt oben. So ihr Lieben, das ist es nun gewesen hier bei uns im Badezimmer. Das ist so mein kleiner Home-Spa. Ich hoffe, dass es dich so ein bisschen inspirieren konnte und dass es dir gefallen hat. Denkt an den Code von Dalton, BeautyClaudi, 20% aktuell, ist am Start. Bis Sonntag müsste der gültig sein. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, ich weiß es noch nicht, Videos, irgendwas. Und mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!